Willkommen zur nächsten Runde von Let's Play Portal 2 und wir werden heute mal richtig loslegen. Ich war letzte Runde so lahm drauf, dass ich... Wenn du zur Gruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir raus operieren. Und das finde ich jetzt total beschissen, ich wollte weiterspielen und so bricht er mich einfach und ach, jetzt bin ich voll gehen und ah. Na, ich beruhige mich jetzt sofort wieder. Ich habe jetzt was ganz Cooles gefunden. In diesem Raum haben wir jetzt das zweite Gel und das ist durchsichtig, wie wir sehen. Und das hat die Funktion, dass es Portale aufhebt. Nicht Portale aufhebt, sondern Gel wieder wegmacht. Das ist sozusagen ein Sauberwisch-7 für die Dinger da. Können wir uns hier zeigen. Wenn das blaue Gel hinplatscht, wird es weggemacht. Das ist jetzt in dem Fall sehr schlecht, weil wir... Das kann übrigens durch das Gitter fliegen, das finde ich ganz cool. Weil wir jetzt hier nicht einfach hochspringen können. Auf dem Gitter hier kann kein Gel liegen, das fliegt einfach durch. Und hier, da wo es einzig und allein liegen könnte, kann es nicht liegen. Sowas nennt man ein Problem und deswegen müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Und ich glaube, ich kenne die Lösung noch. Ich glaube, ich habe Angst vor der Lösung. Also wenn ich mich recht entsinne, dann kann man sich hier... Ist die Portalfläche da an der Decke. Dann kann man sich hier was ganz Lustiges bauen. Ups, das war falsch. Ah! Okay, sehr cool, schau mal. Das ist... Jetzt muss man dann nur noch versuchen, wenn ich mich nicht jedes zweite Mal umdrehen würde, ein Portal irgendwo hinzusetzen, wo wir rausfliegen könnten. Ich versuch's jetzt langsam auszurichten, wenn ich runterfliege. Wir fliegen aus dem Blauen raus. Also ich versuche diese Fläche, diese seitliche Fläche zu treffen. Okay, jetzt habe ich irgendeinen Scheiß gebaut. Ich wollte mich da hinsetzen und dann da... Ich glaube, dann klatscht man da gegen die Wand. Das ist vielleicht auch nicht so schlau. Boah, das ist wieder so ein Rätsel. Ich könnte auch einfach hier mal das Gel verteilen. So, jetzt habe ich die Decke voll Gel gemacht. Das geht ja auch. Cool. Vielleicht nutzen wir das gleich. Wie ging denn das noch? Ich kann mich echt nicht mal die Lösung von dem Rätsel erinnern. Das muss jetzt nicht das Schlechteste sein. Gesehen davon, dass ich jetzt voll mit Gel bin, ne? Ich kann mich ja abwaschen. Mann, wie ging denn dieses Rätsel? Leiseste Ahnung. Nein. Nein. Hier raus. So. Eins nach oben, eins nach unten. Durchspringen und auf Gel landen. Das wär's. Setzt mich zurück, das ist ein bisschen doof gesetzt. Ich probiere mal was aus. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Ja. Ich versuche jetzt gerade noch weiter. Ja, es hat funktioniert. So funktioniert, so funktioniert sich. Wir brauchen hier unbedingt noch Gel. Genau, jetzt kann ich hochspringen. Nein. Jetzt bin ich nicht hoch genug. Man konnte doch dann. Oben hat man da ein Portal gesehen, oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Mein Gehirn ist so durchwaschen. Mit nutzlosen Informationen. Ich nicht mehr weiß, wie dieses Rätsel funktioniert. Ist natürlich super, wenn ich jetzt hier an der Stelle. Ah, ihr dürft mich schlagen! Hey, nicht du.
Meine KI schlägt mich. Den hier drücke, dann hört kurz der eine Gelflau aus. Dann muss ich nur hier schnell den setzen und dann ganz schnell rüberspringen. Mein Gott, das war ja so primitiv. Jetzt sieht man auch, wenn das Zeug wieder rauskommt, löscht das sofort wieder aus. Mein Gott, das war jetzt. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp: Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor- und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Oh, super. Zeitreise. Hoff gut. Aber ich glaube, die kommt jetzt auch nicht mehr wirklich vor. Es sieht sehr gruselig oft aus, der Aufbau von dem Level. Wir müssen da hoch. Wir haben da links zwei komische Sachen. Schauen wir mal, was passiert. Genau, hier kann man hochgehen und kann dann unten abspringen, aber ich könnte es doch einfach mal ganz nach Standard versuchen. Was passiert, wenn ich das hier tue? Aua. Oh. Komme ich vielleicht jetzt schon da hoch? Nein. Ich denke aber, zur Lösung dieses Rätsels trägt bei, wenn ich das hier tue. Ach ja, genau. Einfach geht's ja nicht mehr. Also wie gesagt, die Rätsel sind hier eigentlich noch relativ primitiv, nur war ich gerade zu blöd, dies zu erkennen. Dafür bitte ich vielmals um Verzeihung. Boom. Deswegen rushe ich jetzt ein bisschen mehr. Ah, jetzt sind wir oben, wo wir vorhin unten waren. Ist ja ganz nett hier. Und wir müssen wohin bitte? Dann nicht da hoch. Das wäre doof. Das wäre doof. Mein Gott, ich wusste es doch alles mal. Warum bin ich so doof? Nee. Was wir natürlich machen können, ist, wir können da runter gehen, weil wir wieder hochkommen. Deswegen gehe ich jetzt mal da runter. Hier unten könnten wir theoretisch auch Gel verteilen, wenn wir es uns vom anderen klauen. Da könnten wir auch reinspringen, weil wir hier dann so Gel dahin schleudern und dann so rüberjumpen könnten. Aber wo? Kein Kommentar. Wo wollen wir dann hinspringen, ist die Frage. Da rausspringen. Oben ist so ein Vorsprung, da könnte man landen, aber was will ich da oben? Na, da kann man gar nicht landen. Will ich vielleicht da hoch? Oder will ich vielleicht da hoch? Ich habe keine Ahnung, was ich will. Deswegen. Ach ja, ist immer wieder schwierig, aber die Rätsel nehmen jetzt halt schon eine Schwierigkeit langsam mal zu. Mal hoch für einen Überblick, einen besseren. Und ich denke, ich suche jetzt erstmal, wo ich hin muss. Also ich denke, ich muss schon da hoch. Da oben, ja. Oder komme ich. Achso, wenn ich hier hochgeschleudert wäre, dann könnte ich da oben landen. Zack, zack, zack. Batsch. Bong. Könnte funktionieren. Ich habe jetzt einen verrückten Plan. Und mein Input da drüben, der neben mir herläuft, der gibt mir. Ja, ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie es geht. Ich war ein Idiot. Das ist so offensichtlich. Mal wieder. Also, ich mache gerade die Vorbereitung dafür. Ich spritze gerade den Schleim hin. Hahaha, er hat Spritzen gesagt. Neben mir lacht gerade jemand. Dann wird da vorne hingespritzt. Was denn? Nein, Moment, brauche ich das überhaupt? Also da brauche ich auf jeden Fall was. Perfekt. Muss ja da auch noch irgendwie hinkommen. Wie war denn jetzt der Plan? Was macht denn dieses Skill? Also da kann man das nochmal anspritzen. Na, ja, der Plan ist hier rauszufallen, da drauf, und dann, das könnte doch schon funktionieren. Testen wir es einfach mal, bevor ich hier lang rumrede. So, patsch. Das war viel zu einfach. Für die Mühe, die ich mir gemacht habe, natürlich. Naja, jetzt sind die Portale, jetzt haben wir natürlich kein G mehr, aber hier ist auch ein Portal. Und jetzt schauen wir mal, wo wir damit hinkommen. Diesen riesigen Testarealen hat man halt nochmal null Überblick. Ja,
Ja, ich könnte das jetzt einfach so machen, ne? Nö. Das war dumm. Hörst du das? Es bedeutet, du verwirrst zwischen den NS sehr viel Zeit in den Uhr. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Oh, danke. Ich bin ganz sicher, das muss ich in Projektion haben. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen an einem Parfum fliegen, die ihnen lächerlich ihre Europa-BWA verwenden können. Niemals davon aus, kann von der Autokultur. Das war nur hier. Nur die Kleinen gegen die Welt. Dein Schneid in Bolivien. Ich weiß, dass ich langsam bin. Das war jetzt allerdings auch sehr motivierend und ich freue mich schon auf die nächste Testkammer hier. Ach, die machen wir noch. Ich erinnere mich an die, dann geht die schneller. Hier haben wir einen Würfel, der ist in so einem Glas drin, wo wir nicht reinkommen. Wir haben da oben Gitter und unten Gitter. Wie wir wissen, kann man durch Gitter Gel werfen. Hier ist ein Knopfi, wo der dann drauf muss. Der fährt dann einen Aufzug zum Exit runter. Und wir haben unseren Freund, das gute alte Gel. Und wir haben sogar das Auslöschgel. Also, soweit ich weiß, ging das so, dass man da Gel reintropft und der Würfel dann wie blöd da drin zu springen anfängt, die Scheiben kaputt haut, es zu lecken anfängt. So, jetzt haben wir nur ein kleines Problem und zwar, dass der Würfel, oh, ich habe ihn gefangen, nicht mehr liegen bleibt, deswegen tun wir den mal ganz kurz hier waschen. So, das war zu einfach. Den gewaschen. So, jetzt muss man ihn dann noch da wieder wegbringen, das sollte ja auch nicht schwer sein. So, ich möchte jetzt da hoch und dazu brauche ich auch Gel. Komm schon. Nimm Gel, so, hierher. Perfekt. Also hier ist jetzt alles voll Gel, das ist natürlich wieder super. Und jetzt muss ich wieder versuchen, den Würfel da wegzukriegen und das geht doch am einfachsten auch so, oder? Ich den jetzt einfach bespritze. Ja. Und mit diesen Worten möchte ich mich dann hier verabschieden. Und Sie sehen uns im nächsten Level wieder, nächste Folge und so weiter. Ist es überhaupt schon zu spät? Ich habe keine Ahnung, wie lang die Folge jetzt ist. Ich denke, wir machen noch eine Testkammer neben mir, der übrigens lacht, ist Ben Plays. Der gute Ben. Hm. Ja, der ist ein bisschen seltsam. Nein. Der spielt nebendran Minecraft und schreibt im Kreativmodus mit schwarzer Wolle riesengroß auf eine Landschaft Penis oder so. Und sagt dann immer, ich soll rüberschauen. Oh. Spritzen, Penis, Docking. Und damit verabschiede ich mich jetzt mal wieder zum zweiten Mal. Ich ertrag's nicht mehr, was der da drüben macht. Ich schlag ihn jetzt kurz und wenn ich ihn gefistet habe, komme ich wieder zurück. Fisten im Sinne von schlagen, ne? Und moderiere hier weiter.